meine Lieben, ich bin's mal wieder und ja, zu einem altbekannten Format, Rebuy Unpacking. Und ich sage das mit diesem Unterton, weil ich etwas pissig auf Rebuy bin. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Bevor ich Stress mit Rebuy hatte, habe ich nämlich was bestellt. Es gab mal wieder irgendwie 18% oder so. Die kriegen mich jedes Mal damit. Und für euch dürfte das interessant werden, denn nachdem ich mein Video hochgeladen habe, soll ich gebraucht kaufen oder neu, wo kann ich gebraucht kaufen, in welchem Zustand, werdet ihr nun sehen, wie die Mangas aussehen, die nur den Zustand gut angegeben haben. Ich habe nämlich ein, zwei Mangas gekauft, die nur den guten Zustand haben und ich bin selbst sehr gespannt. Denn bis jetzt hatte ich eigentlich nur gute Erfahrungen mit dem Zustand gut, kann natürlich aber auch ein Griff ins Klo sein. Jesus fucking Christ. Okay. Ich sehe gerade, leider ist das Band gerissen, mit dem die eigentlich fest sind, aber das liegt daran, dass da ein riesen Oschi drin ist. Und damit habe ich nicht gerechnet. ja, da ist mal wieder... Spannendes drin. Warum habe ich den Zustand gut ausgewählt? Das liegt erstmal daran, entweder war er nur noch in diesem Zustand vorhanden, beziehungsweise das war auch schon der Grund. Und ja, es gibt nämlich zwei Mangas, die gab es nur in dem Zustand gut und ich weiß, das sind eigentlich Mangas, beziehungsweise der eine Manga, der wird sehr, sehr teuer nur noch verkauft, weil er einfach vergriffen ist. Aber ich spanne euch nicht auf die Folter. Wir fangen mal an mit dem Zustand sehr gut. Nämlich habe ich das Sister and Vampire von Ultraverse gekauft. Ich habe ihn für 2,99 € bei Rebuy ergattern können. In sehr gutem Zustand und das ist er auch. Also er wurde in sehr gutem Zustand... Oh wow, ich habe sogar das Lesezeichen. Wie cool. Das ist auch noch drin. Der Zustand wurde als sehr gut angegeben und es ist es auch. Es gibt keine Knicke, es ist nicht vergilbt, keine Eselsecken oder sonst was. Also wirklich sehr zufrieden damit und ich bin so gespannt auf den. Ich weiß nicht, ich kenne viele, die ihn verkaufen, weil sie ihn irgendwie nicht so gut fanden. Oh, okay, Moment. So viel zum Thema Eselsknicke. Gut, aber das ist auf der letzten Seite, da kann ich verzeihen. Sowas passiert wirklich relativ schnell, muss ich sagen. Deshalb, ja. Dann habe ich noch endlich mal, er war ständig ausverkauft, ich habe endlich mal 31 Eye Dream weiter mir gekauft. Es sind, glaube ich, 5 Bände bis jetzt erschienen, glaube ich. Auch Zustand sehr gut und muss man auch sagen, der ist auch sehr gut. Keine Vergilbung, keine Knicke, keine Eselsohren. Und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe die Story irgendwie komplett verdrängt. Also wirklich komplett. Aber ich weiß, dass ich es besser fand als My Magic Fridays. Und da ich Demon Chick Hack ganz gut fand, gebe ich dem auch eine Chance. Ich glaube, der hat 2,19 € gekostet. Bin mir nicht sicher. Also ich habe insgesamt für 15 € oder so bestellt. Ja, dann habe ich auch endlich mal Chobits Band 6. Und bitte... lass die Karte drin sein. Und die Karte ist nicht drin. Mittlerweile habe ich echt richtig Pech. Nachdem in Band 5, glaube ich, zweimal die Postkarte für Band 5 drin war, seitdem habe ich nur noch Pech. Und okay. Das ist Zustand gut. Von außen gar keine Menge. Gut, er ist ein bisschen vergilbt, aber es ist ein ziemlich alter Manga. Aber ich sehe, und das liegt nicht daran, dass es rausgeschnitten wurde, sondern... das liegt einfach daran, dass der Manga schon relativ alt ist und der Kleber sich gelöst hat. Da hat sich die erste Farbseite gelöst. Ja, ist ärgerlich, aber sie ist nicht rausgerissen worden. Das sieht man, da hat sich einfach schlichtweg der Kleber gelöst. Kann man auch selbst wieder beheben mit speziellem Kleber und dann hält das auch wieder. Das ist halt einfach so eine Sache mit den alten Mangas. Kann man leider nicht ändern. Und wie ich sehe, da wurde jetzt auch nicht mega auseinandergedrückt oder so, dass das passiert. Ja, ist halt einfach so. Aber das Cover ist wirklich sehr schön. Und ich habe die Reihe jetzt fast komplett. Jetzt fehlen mir nur noch 2 Bände. Dann habe ich Job jetzt endlich abgeschlossen. So, und dann der Manga, der mir am meisten Sorgen bereitet hat. Denn der war auch relativ teuer. Ich habe 4,89 € dafür gezahlt, obwohl es nur der Zustand gut war. Der wird teilweise über 20 € verkauft. Er ist leicht vergilbt, also wirklich nur leicht. Von außen eigentlich kaum gebraucht Spuren. Nur halt so ein bisschen altersbedingte Flecken, sage ich mal. Also ist es nicht wirklich Flecken, sondern manchmal sieht man, wenn den Manga oft,
ins Regal geschoben wurde, sieht man dann irgendwann die Abreibung etwas, aber auch nur ganz leicht. Die Rede ist von 16 Life von Saki Aikawa und dieser Manga ist unfassbar teuer. Es sind nur 2 Bände, aber allein Band 2 ist jetzt gerade auch bei Rebuy für 17,99 drin. Und der hier war teilweise bei 25 Euro und ich habe ihn jetzt Gott sei Dank für 4 Euro noch was ergattern können. Und ich bin wirklich froh, dass trotz, dass er für den Zustand gut nur drin war, er super aussieht. Und eigentlich war bis jetzt alles super, bis auf Chobits, dass die Seite leider raus ist. Aber wie ihr sehen könnt, auch der Zustand gut ist noch wirklich vollkommen in Ordnung. Und es ist natürlich Glückssache, aber 90% der Mangas, die ich im Zustand gut kaufe, sind auch wirklich noch gut. Also, ja. Und jetzt kommen wir zum letzten, wo ich echt überrascht bin. Ich möchte den schon sehr lange, seitdem ich den bei Mia Skellington in der Insta-Story gesehen habe. Und irgendwie, als ich den da immer in der Story gesehen habe, sah der für mich so aus von der Größe. Und der Manga ist einfach so groß. Die Rede ist von China Girls. Den habe ich auch schon mal Mia Skellington im Video gesehen. Und was ich der Hammer finde, ist erstens mal, dass von links nach rechts gelesen wird. Sehe ich gerade. Und das ist ein komplett farbiger Band. Also wirklich jede Seite ist koloriert. Auch dickes Papier und es ist wie so ein Bucheinschlag. Und wisst ihr, was der Kracher ist, Leute? Ich habe für das Ding 1,09 Euro gezahlt. Und Originalpreis war 19,95 Euro. Jesus. What the fuck? Ja, so kann man halt auch mal Schnäppchen machen, ne? Ich freue mich auf jeden Fall aufs Lesen und vor allem, wenn ich jetzt hier so durchblätter, jeder Zeichenstil ist ein bisschen anders. Und sieht auf jeden Fall echt toll aus. Und ich freue mich mega. Also da habe ich echt mega das Schnäppchen gemacht, wenn man hier mal so reinguckt. Also ja, das war's von meinem Unpacking. Wie gesagt, oh, und der war übrigens auch nur im Zustand gut geschrieben. Und das Einzige, was ich jetzt hier gesehen habe, ist, dass hier oben ganz leicht was eingerissen ist. Aber das kann ich auf jeden Fall verkraften. Und ansonsten sieht der super aus. Also ich kann da echt nicht meckern, ne? Ja, das war's von meinem Unpacking. Ich wollte euch mal so als kleines Selbstexperiment zeigen, was dabei rauskommt, wenn man halt nur den Zustand gut wählt. Und ich denke, ihr habt euch jetzt ein gutes Bild machen können. Vor allem nach meinem letzten Video. Soll ich Mangas gebraucht kaufen oder nicht? Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Sayonara!